Willkommen im neuen Jahr, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Bei mir war es ganz in Ordnung. Ich bin leider krank geworden zum Ende des Jahres. Am 31. und auch heute Morgen nochmal hatte ich Fieber. War ein bisschen blöd, aber alles in allem konnte ich trotzdem ganz gut Silvester feiern. Hab trotzdem schön genascht und wir haben draußen geballert. Hat Bock gemacht. Ich hoffe, bei euch ist es auch so gelaufen. Vor allem hoffe ich natürlich, dass sich keiner verletzt hat oder sonst irgendwelche Dummheiten getrieben hat. Silvester ist ja dann oft so, dass es auch mal komplett schief gehen kann. Ich hoffe natürlich, dass es bei euch nicht so war, sondern dass es sehr schön war. Ne? Ich habe gestern Abend, beziehungsweise heute Morgen war das, habe ich mit Sneasel, Sanse, Gretel und Dark Souls noch kurz im Teamspeak rumgehangen. Und ja, wir haben uns allen einfach schon mal so privat praktisch ein frohes neues Jahr gewünscht. Und ja, natürlich möchte ich aber allen ein frohes neues Jahr wünschen und auch gerne noch ein paar Worte zum letzten Jahr sagen. Und zwar war es ein sehr schönes Jahr, vor allem community-mäßig haben wir extrem zugelegt. Wir haben viele neue Leute bekommen und nicht nur neue Leute, was jetzt Zuschauer angeht, auf YouTube oder in Livestreams, sondern tatsächlich neue Leute für die Community, die in der Community bereits jetzt schon gut verstrickt sind, die reingearbeitet sind, es haben sich Freundschaften entwickelt. Das war wirklich ein schönes Jahr für die zwischenmenschliche Sache. Es gab natürlich auch Höhen und Tiefen, so bei jedem Einzelnen, aber es hat mich gefreut, dass wir als Community einfach zusammenhalten, dass man tatsächlich füreinander da ist und uns sich darauf verlassen kann, dass man den Rücken getätschelt bekommt und einfach Beistand hat. Was mich natürlich auch stolz macht, so als Community-Vater oder wie auch immer, dass wir so eine nette, offene Community sind, die wirklich ne, die Arme aufmacht und sagt, komm ran und brauchst du Hilfe, ne, wir gucken, was wir da machen können und so weiter. Das ist wirklich schön. Es gab auch ein paar wenige drastische Fälle, Leute, die wirklich richtig unangenehme Sachen durchleben mussten oder durchlebt haben, aber immer auf uns zurückkommen konnten, also einfach diesen Anker hatten. Sie wussten, dann sind wir am Start und dann sind die Streams oder dann kommen die Videos und da können sie abschalten, vielleicht lachen, mitmachen und so weiter, sind integriert, haben Spaß ne, zusammen und das macht mich natürlich auch nochmal besonders stolz, dass man nicht alleine ist, ne, dass jeder halt so für den anderen da ist. Natürlich seid ihr auch genauso für mich da, ne, also ich habe auch nicht immer nur gute Zeiten, aber kann mich dann in den Streams und so weiter wieder mit euch zusammen hochziehen. Und ja, natürlich ist es auf YouTube genauso. Der ganze gute Zuspruch, die privaten Nachrichten, Sachen, die man sich halt so hin und her schreibt, das ist einfach schön. Und darum möchte ich Danke sagen. An euch, dass ihr da seid für mich, dass ich für euch da sein darf, dass ihr in die Videos reinschaut, dass ihr sie anguckt, dass ihr liked, kommentiert, dass ihr in den Livestreams am Start seid, mitmacht und so weiter und so fort. Also wir machen wirklich so viel und einige sind auch schon so weit verstrickt, dass sie nochmal darüber hinausgehen und zum Beispiel Serverzahlen, mir mit den Videos unter die Arme greifen, mir mit Bildern und so weiter unter die Arme greifen, mit Organisation, generell organisatorischem, auf Discord, auf Teamspeak, auf Twitch und so weiter und so fort. Vor allem jetzt 2019 kamen so viele neue Dinge auf uns zu, es kamen so viele Leute, die emporgekommen sind und mir unter die Arme greifen, die sich einsetzen für die Community und das ist einfach richtig nice. Vielen Dank dafür. Dieses Jahr 2020 packen wir ordentlich an. Wir machen ganz viele Dinge noch besser und ganz viele neue Dinge werden angepackt, die schon seit ewigen Zeiten, mitunter seit Jahren angepackt werden wollen, aber noch nicht angepackt wurden. Das wird jetzt passieren und darum freue ich mich besonders auf dieses Jahr. 2020, trotz Fieberstart, scheißegal, wir robben die Geschichte. Bam, hauen wir rein.